In der Wissenschaft werden schwarze Löcher mithilfe ihres Schwarzschildradius gemessen, dem Abstand zwischen dem Beginn der Anziehungskraft und dem Loch selbst. Unser kleinstes Loch hat einen Radius von 11 Kilometern. Nummer 2 ist knapp 13 Kilometer groß. Kleine schwarze Löcher wie dieses sind nur zu finden, wenn sie das Material sterbender Sterne verschlingen. Hier haben wir den roten Überriesen UY Scuti. In den würden 4 Billiarden Erden passen, doch sein Radius als schwarzes Loch würde knapp 26 Kilometer betragen. V404 Cygni ist mit 27 Kilometern etwas größer. Er schwirrt alle 6 Tage um einen nahen Riesenstern herum und verbraucht langsam dessen Gase. Das schwarze Loch von Betelgeuse wäre 34 Kilometer groß. Wenn dieser Stern zur Supernova wird, leuchtet er hell genug, um tagsüber sichtbar zu sein und nachts Schatten auf der Erde zu werfen. Antares schafft es auf 39 Kilometer. Dieser Stern ist 700 Mal so groß wie die Sonne, doch nur ein Millionstel so dicht. Cygnus X1, 43 Kilometer. Superdichte, stellare schwarze Löcher können die Masse der Sonne mehrmals in ein stadtgroßes Gebiet quetschen. M33, X7, 47 Kilometer. Eines Tages wird der Stern nahe dieses schwarzen Loches implodieren und so ein binäres schwarzes Loch bilden. Hier haben wir einen echten großen Stern. Er ist 2000 Mal so groß wie die Sonne. Doch sein schwarzes Loch wäre mit einem 50 Kilometer Radius viel kleiner als der Grand Canyon. Der Granatstern könnte bald zu einem schwarzen Loch mit einem Radius von 56 Kilometern werden. Er ist umgeben von einer gigantischen Schicht aus Staub und Wasserdampf. Rigel brennt sich 1000-mal so schnell durch seinen Wasserstofftreibstoff wie unsere Sonne und könnte bald zur Supernova werden. Der Radius seines schwarzen Lochs würde 63 Kilometer betragen. Jetzt wieder zurück zu einem echten mit 930 Kilometern. Schwarze Löcher sind so gut darin, Energie zu produzieren, dass manche Wissenschaftler sie als Antrieb für Raumschiffe nutzen wollen. M82X1 besitzt einen Radius von 1300 Kilometern. Niemand ist sich sicher, dass es ein schwarzes Loch ist, doch es ist sehr viel heller als jeder Stern. Und wir werden größer, 3218 Kilometer. Der Ausblick von dem hier muss atemberaubend sein. Er ist von einem Haufen riesiger, sehr heißer Sterne umgeben. NGC 1313X1 ist 14.484 Kilometer groß. Übrigens wirst du nicht in ein schwarzes Loch gesaugt, sondern Objekte fallen hinein. Nochmal ein Sprung vorwärts. HLX1 ist 59.445 Kilometer groß. Es könnte bis zu einer Milliarde schwarzer Löcher in der Milchstraße geben. IC 342 ist unser erstes supermassereiches schwarzes Loch, knapp 1,5 Millionen Kilometer groß. Löcher wie dieses liegen im Mittelpunkt der meisten Galaxien und halten sie physisch im All zusammen. Das 3,7 Millionen Kilometer große Circinus schleudert superheißes Gas in jede Richtung. Quasi so wie ich. Das Gas stürzt dann wie bei einer enormen kosmischen Fontäne wieder zurück hinein. Messier 32, 9,7 Millionen Kilometer. Schwarze Löcher geben ihre Masse langsam ins All ab, bis sie schließlich verdunsten. Sagittarius A-Stern ist das örtliche supermassereiche schwarze Loch der Milchstraße. Sein Radius beträgt 12 Millionen Kilometer, groß genug, um fast 170 Jupiter hintereinander zu reihen. Trotz seines Radius von fast 15 Millionen Kilometer teilt sich Messier 61 seinen Galaxiekern mit einem riesigen, sehr dichten Sternhaufen. NGC 3783 ist fast 26 Millionen Kilometer groß. Schwarze Löcher rotieren fast mit Lichtgeschwindigkeit. Als nächstes haben wir ein 29 Millionen Kilometer breites schwarzes Loch. Wenn zwei Galaxien zusammenstoßen, teilen sich zwei supermassereiche schwarze Löcher am Ende, gegebenenfalls den galaktischen Kern. Dieses schwarze Loch ist 35 Millionen Kilometer groß. Ein gigantischer Ring aus Staub umkreist es in Milliarden von Kilometern Abstand. NGC 3227, 42 Millionen Kilometer. Würdest du in ein schwarzes Loch fallen, würdest du buchstäblich so sehr gestreckt werden wie eine Spaghetti-Nudel. Und deine Freunde könnten dich Fettuccini nennen. Unser nächstes ist 63 Millionen Kilometer breit.
Dieses enorme schwarze Loch beherrscht eine Galaxie, die 500 Mal kleiner ist als die Milchstraße. Messier 108 erstreckt sich auf 71 Millionen Kilometer. Schwarze Löcher spucken manchmal planetengroße Objekte mit 32 Millionen Kilometern pro Stunde aus. Makarian 335 ist 77 Millionen Kilometer groß. Große schwarze Löcher können genug Material produzieren, um neue Sterne zu kreieren, die sich außerhalb ihrer Elterngalaxie bilden. Mit 113 Millionen Kilometern wächst dieses mysteriöse schwarze Loch in den letzten 25.000 Jahren langsamer. Messier 96, 142 Millionen Kilometer. Die Gesetze der Physik werden in schwarzen Löchern gebrochen. Objekte, die hineinfallen, scheinen sich langsamer zu bewegen, je näher sie ihnen kommen. Centaurus A ist 163 Millionen Kilometer groß. Seine viel kleineren Cousins namens Mikroschwarze Löcher existieren nur für ein Oktillionstel einer Nanosekunde. Das nächste hat einen Radius von 206 Millionen Kilometer. Schwarze Löcher in benachbarten Galaxien können synchron Gas ausstoßen. Fairall 9, 237 Millionen Kilometer. Ein galaxiengroßes schwarzes Loch kann eine ganze Sternformation in einer Galaxie ausschalten. Das, ich bin zu faul, seinen Namen auszusprechen, Loch, 266 Millionen Kilometer. Diese Galaxie besitzt drei supermassereiche schwarze Löcher in ihrem Mittelpunkt. Mit unserem nächsten kommen wir auf 383 Millionen Kilometer. Einmal von einem schwarzen Loch erfasst, kannst du nicht mehr entkommen. Du könntest allerdings einen Raketenantrieb zünden, um deinen Fall zu verlängern. Was immer das heißt. Das schwarze Loch der Andromeda-Galaxie ist 502 Millionen Kilometer groß. Es wird in etwa 4,5 Milliarden Jahren in die Milchstraße eindringen. Halt also die Augen offen. Nach Andromeda haben wir dieses hier mit 650 Millionen Kilometern. Es dauert weniger als eine Milliarde Jahre, bis sich ein supermassereiches schwarzes Loch bildet. Doch die kleinsten können innerhalb weniger Sekunden entstehen. Messier 59 ist über 800 Millionen Kilometer groß und rotiert entgegengesetzt der Richtung seiner Galaxie und scheint zu schlafen. Hier haben wir einen Radius von 999 Millionen Kilometern. Schwarze Löcher können nur indirekt anhand des supererhitzten Materials, das sie umkreist, aufgespürt werden. Das schwarze Loch in NGC 4261 ernährt sich von einer Staubscheibe, die 800 Lichtjahre breit ist. Das Loch selbst besitzt einen Radius von 1,2 Milliarden Kilometern. NGC bla 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 bla. 1,5 Milliarden Kilometer. Selbst die größten schwarzen Löcher sind nicht groß genug, um die gesamte Galaxie, die sie umgibt, zu verschlingen. Das ist gut so. Mit Messier 49 kommen wir auf 1,6 Milliarden Kilometer. Niemand weiß wirklich, ob schwarze Löcher beim Entstehen von Galaxien helfen oder das Gegenteil der Fall ist. NGC 1275, 2,4 Milliarden Kilometer. Schwarze Löcher wurden schon mehr als 13 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt entdeckt. Unser nächstes ist 2,9 Milliarden Kilometer groß. Es würde viel länger dauern, als das Universum alt ist, bis die meisten schwarzen Löcher verdunstet sind. Mit 3,4 Milliarden Kilometern hat dieses Loch einen Durchmesser, der 11-mal so groß wie die Umlaufbahn des Neptuns ist. Messier 84, 4,3 Milliarden Kilometer. Sterne und Gas umkreisen dieses schwarze Loch mit 1,4 Millionen Kilometern pro Stunde. Mit seinem Radius von knapp 6 Milliarden Kilometern ist dieses hier so groß, dass es hineinfallendes Gas bereits aus 700 Lichtjahren Entfernung erhitzt. Cygnus A, 7,4 Milliarden Kilometer. Jüngst haben Wissenschaftler beobachtet, wie dieses Loch abprallende Energiestrahlen auf nahe Gaswolken schießt. Wie unhöflich. Das 12 Milliarden Kilometer große Herkules A, nicht B, ist mehr als 1000 Mal so schwer wie das größte schwarze Loch der Milchstraße. Messier 60, 13 Milliarden Kilometer. Die größten schwarzen Löcher können schneller wachsen als ihre Galaxien und diese auseinanderreißen. Und das soll der Dank sein? M87 Stern ist das erste und einzige schwarze Loch, das wir je fotografiert haben. Du siehst hier einen Radius von 19 Milliarden Kilometern. NGC, irgendwas, 22 Milliarden Kilometer. Objekte, die in schwarze Löcher eintreten, können nie wieder vom Universum zurückgeholt werden. Mit NGC 3842 sind wir jetzt bei 29 Milliarden Kilometern.
Partikel können in der Zeit vorausreisen, wenn sie in ein schwarzes Loch eintreten. Und hier kommen ein paar echte Monster. Dieses schwarze Loch ist 30 Milliarden Kilometer groß. Sein Licht reist bereits seit fast 11 Milliarden Jahren durch das gesamte Universum. Nochmal 5 Milliarden Kilometer drauf und wir sind bei 35 Milliarden. Schwarze Löcher sind möglicherweise für die Erschaffung unseres Universums sowie anderer verantwortlich. Unser nächster Riese ist 49 Milliarden Kilometer groß. Manche Experten glauben, dass es Spuren schwarzer Löcher gibt, die schon vor dem Universum existiert haben. OJ-287 präsentiert sich mit 53 Milliarden Kilometern. Schwarze Löcher sind so schwer, dass sie den Raum um sie herum buchstäblich verbiegen. Es gibt viel zu viele NGCs auf dieser Liste und dieses hier ist 58,9 Milliarden Kilometer groß. Ultramassive schwarze Löcher wie dieses hier treten in riesigen Galaxienhaufen auf und schlucken unfassbare Mengen an heißem Gas. Es geht immer nur ums Gas. Wir sind noch immer nicht fertig. Dieses schwarze Loch hat einen Radius von 89 Milliarden Kilometern. Sein Durchmesser ist entsprechend 14 mal so groß wie die Umlaufbahn des Pluto. Doch sein großer Bruder ist 100 Milliarden Kilometer groß. Ein schwarzes Loch mit einer Masse von einem Kilogramm würde eine Dezillion Jahre brauchen, um die Erde zu schlucken. Unser nächstes ultramassives Loch ist 117 Milliarden Kilometer groß. Es würde selbst mit Lichtgeschwindigkeit mehr als 1000 Jahre dauern, um das nächste schwarze Loch zu erreichen. Holmberg 15a, 142 Milliarden Kilometer. Näherst du dich einem schwarzen Loch, bewegt der Raum um dich herum sich schneller als das Licht. Thon 618, wahrscheinlich das größte schwarze Loch aller Zeiten, besitzt einen Radius von 195 Milliarden Kilometern und strahlt so hell wie 140 Trillionen Sonnen. Versuch das mal in deinen Kopf zu kriegen. Als größte Galaxie im bekannten Universum besitzt IC 1101 wahrscheinlich auch das größte schwarze Loch mit schätzungsweise 206 Milliarden Kilometern. Das war's. Bist du noch da? Wow, du musst schwarze Löcher echt mögen. Weiter so. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.